Hallo und willkommen zurück zu Far Cry 6 hier in den tropischen Weiten von Yara. Oh, wir sind noch nicht ganz auf Yara, wir sind auf so einer kleinen Insel und dann wollen wir nach Yara. Aber wir müssen erstmal uns freikämpfen, weil die Insel noch bewacht wird von den FND-Soldaten. Ah, oh, dieser Kack, Anton Castillo, Alter, den würde ich so zur Strecke bringen. Mit, Guapo. Guapo, ja, so hieß du ja. Guapo, komm mal her. Hier, komm. Ey, ganz ruhig, ganz ruhig. Schicke Zahn. Der hat so einen goldenen Zahn, das ist ja nice. Okay, wir müssen zu Juans Kontaktpersonen. Die werde ich gerne mitnehmen. Oh, scheiße, ich dachte... Ich habe gerade gedacht, dass man einen Fallschirm hat oder so eine Art Parachute. Ja, das war ein bisschen blöd. Naja, kann ja mal passieren. Ja gut, irgendwann muss halt mal ein Fail da sein. So, jetzt einmal hier runter. Meine Güte. Ich brauche endlich mal ein Fahrzeug oder so. Ein Pferd. Ferdinand. Ey, lass mal die Sklaven in Ruhe. Warum brennt der hier alles jetzt auf einmal? Ich geh mal lieber hier weg. Ja, das wäre eine gute Idee. Auf einmal brennt da alles. Klimawandel. Oh, das sieht echt schön aus. Also man muss wirklich sagen, Spielwelt sieht richtig schick aus. Galopp, galopp. Ich bin ein Ferdinand. Und da ist noch so ein Traktorfahrer. Ich habe schon genug davon in Esperanza gesehen. Sichere Kontrollpunkte. Zerstöre Werbetafeln und sieh zu, wie Libertad sich aus der Asche erhebt. Ein Kontrollpunkt. Vorsicht. Kontrollpunkte. Achte auf die Nagelsperren. Wenn du schnell durch einen Kontrollpunkt fährst, platzen deine Reifen. Schalte die alle Soldaten aus und zerstöre die FND-Werbetafel, um den Kontrollpunkt einzunehmen. Ein Guerillaspeer und Fahrzeug stehen zu deiner Verfügung, sobald du den Kontrollpunkt eingenommen hast. Hörst du mich? War ein bisschen falsches Deutsch, weil da stand, sobald der Kontrollpunkt freigeschaltet war. Steht ein bisschen falsch. Egal. So, einer ausgeschaltet. Irgendwo ist hier der Alarm. Hier. Oh Gott. Mit den Kontrollpunkten kann man auch Schnellreisen machen. Das finde ich gut. Oh, scheiße. Ich bin in irgendeine Falle reingelaufen. Aber passt schon. Jetzt nur noch diese FND-Werbetafel wegballern. Ja, hier ist ein Geschütz. Damit kann ich das auch bestimmt kaputt machen. Genau. Für die Libertad. Ich wette, hier gibt es einen Vorratsraum. Ja, hier drinnen wahrscheinlich. Genau. Gott, Guapo, chill. Juan, der Kontrollpunkt ist gesichert. Ein großartiges Gefühl, oder? So füllt man sein Karma-Konto. Mach weiter so, Danny. Schick, jetzt habe ich auch noch einen Sniper. Ja, eine jaranische SRA. Alles los.
Du willst das Militär da treffen, wo es wehtut? Es gibt eine Flugabwehranlage auf Santuario. Jag sie in die Luft. Muchas gracias. Jag sie in die Luft. Jag sie in die Luft. Oh, wie ist er nicht gestorben, Digga? Ich habe ihm gerade eine fette Scharfschützenkugel in die Fresse geschossen. Guck, er stirbt, aber der andere nicht. Egal, ich habe jetzt ein Fahrzeug. Ich bin damit weggefahren. Eine Krokodile erlaubt. Ach, schade. Warum kann er nicht reinspringen? Verpisst euch, Pferde. Oder reitet mit mir. Ah, schöne spanische Musik. Aus dem Weg. Ja, jetzt. Geht mal weg hier. Ich muss hier durch. Ich kann kein Spanisch. Bam. Da bin ich. Ich habe den Turm gefunden. Weiter so, Danny. Finde den Guerillapfad und folge ihm zu meiner Kontaktperson. Okay, so, ich bin unterwegs. Okay, ich muss wahrscheinlich darauf. Oder auch nicht. Ja, scheiße, jetzt muss ich wieder runter. Ach so, lösen. Vielleicht sollte ich das auch mal drücken. Meine Güte. Gut, dann nehmen wir mal eine andere Waffe, damit wir ein bisschen schneller laufen. Hier, so eine Waffe. Gott, wie oft höre ich jetzt nur diese Hintergrundmusik, Digga. Juan hat dich ziemlich gut beschrieben. Ich heiße Raisa. Ich werde dir helfen, was Schönes von Castillo zu klauen. Wirst du mir auch verraten, was ich klaue? Abgereichertes Uran. Pardon. Ich dachte, ich hätte Uran gehört. Ganz recht. Das Problem ist, dass ich meinen letzten Kontakt beim Militär verloren habe. Du warst beim Militär? Waren wir das nicht alle? Okay. Sag mir einfach, wo es ist. Zuerst nimmst du diesen Fallschirm. Glaub mir, er kann dir das Leben retten. Jetzt bringe ich dich zum alten spanischen Fort. Sie haben es dort eingeschlossen. Ah, daran erinnere ich mich noch. Diese Fort, die man ja eindringen muss. Das war ja eigentlich recht einfach. Kriegte man auch nicht diese goldene Waffe? Eingezogen. Meine Nummer war dran, also habe ich meine Zeit abgeleistet. Und du? Freiwillig. Ich wollte immer Soldatin werden. Du weißt schon. Uniform tragen, meinem Land dienen. Aber offenbar will Castillo nur blinde Faschisten in seinen Reihen, die ihm verliebt an den Lippen hängen. Dann bist du jetzt eine Verräterin? Ja, und nicht die Einzige. Am Wachturm vor uns ist ein Soldat postiert, der uns von dort aus das Fort auskundschaften lässt. Er kann uns auch nützliche Infos geben. Und was will er dafür von uns? Erstens, nicht erschossen werden. Also steckt die Waffen weg, sonst eröffnet er das Feuer. Zweitens, eine kleine Bestechung kann diesen Doppelagenten helfen, sich an wichtige Infos zu erinnern. Alles klar, keine Waffen. Peschos griffbereit. Doppelagenten schmieren. Manche Soldaten sind FND-Doppelagenten und haben wertvolle Informationen für dich. Steck deine Waffe weg, bevor du dich ihnen näherst. Schmiere FND-Doppelagenten mit iranischen Persos. FND-Depots werden auf deine Karte eingezeichnet. Ist geil. Ich hoffe, du hast ein paar Pesos dabei. Pesos habe ich natürlich dabei. Hey, Brudi. Ja, ich gebe dir das hier. Du hast was für mich? Okay, sieh dir das an. Hier kannst du ein paar Waffen finden. Danke. Okay. What the fuck, chill. Friss ihn auf. Jeder hat seinen Preis. Nicht jeder Soldat ist ein Fanatiker. Manche versuchen nur, ihre Familien zu ernähren. Ja, und er wollte mich gerade töten. Deine Waffen wegzustecken, bevor du dich ihnen näherst. Nö, ist mir egal. Der hat mich weggetreten. Nee, das geht nicht. Jo. Sie hat erstmal gesprungen und dann... Bam! So einen Sprung hat sie gerade gemacht. Warte. No cesa en su miedoro. Oh, hast du mir gerade geantwortet? Ich kann kein Spanisch, deswegen weiß ich nicht, was du gerade gesagt hast.
dem Telefon kannst du Gegner auskundschaften und ihre Schwachstellen finden. Ich wette, Juan hat dir schon seine »das richtige Werkzeug für den Job« Ansprache gehalten. Auskundschaften. Mit deiner Handykamera kannst du die Gegend auskundschaften und Soldados markieren. Wenn du Soldados markierst, offenbarst du ihre Schwachstellen. Benutze die Werkbank, um verschiedene Munitionstypen für deine Waffen herzustellen und auszurüsten. Genau. Ich habe ja schon gesagt, wir werden lieber eher die panzerbrechenden Munition nehmen, weil es kommen ja immer mehr Soldaten, die panzerbrechend sind. Hier ist zum Beispiel einer. Aber ja, lieber nimmt man einen Schlüssel zur Waffenkammer. Pass auf, er hat einen ziemlich hohen Rang. In Castillos Armee bedeutet das, er ist besser ausgebildet, schneller am Abzug und kann ordentlich einstecken. Lieber nimmt man die Panzerbrechen, ne, damit man für die nächsten Gegner vorbereitet ist. Am besten geschützte Basis auf der Insel. Die Soldaten sind mit Schutzwesten und Helmen ausgestattet. Nichts, was panzerbrechende Munition nicht regeln könnte. Stell an der Werkbank welche her, wenn du keine hast. Und dann zieh los und hol dir das Uran, Danny. Ja, genauso wie sie es gerade empfohlen hat, mit panzerbrechende Munition. Ich würde halt gerne noch Schalldämpfer auf meinen Sniper packen. Geht das? Nee, da brauche ich noch Schießpulver. Kann auch nicht mal Munition oder sowas reinpacken. Können nur das Visier ändern. Oder das Aussehen. Ja. Oh, geile Hupe im Hintergrund. Kann ich hier was ändern? Nee, auch nicht. Schade. Na gut, dann gehen wir mal da rein. Der Fallschirm, den ich dir gegeben habe, könnte nützlich sein. Du solltest nur nicht mitten im Fort landen, okay? Ach, wir machen das schon. Wie Rambo. So. Dann lassen wir erstmal mit den panzerbrechenden Waffen spielen. Und mit den Schalldämpfer. Damit wir nicht so viele Sounds hier machen. Hier kann ich hoch. Am Anfang ein bisschen ruhig hier reingehen. Beim nächsten Mal können wir auch sterben. Nein, Spaß. Können wir auch ein bisschen lauter reingehen. Wie komme ich jetzt wieder hier hoch? Ach, das ist doch nicht dein Ernst, Digga. Ja, geil, das fängt schon mal gut an. Also so wird man nicht eine Basis infiltrieren. Hi. Okay, nochmal hoch. Das haben wir gerade echt verkackt. Ach, da oben kann ich wahrscheinlich meinen Kletterhaken machen. Ach, ich bin blinde Sau. Du hast gar nichts gehört. Hier ist niemand. Und ich bin drinne. Zwei unserer besten Schiffe, die Gabriel Castillo und die Leon de Yara, stehen wach. Sie verhindern, dass Libertad Sucha auf den Rest von Yara überspringt. Gut, einer ist da schon mal down. Bewohner der Insel Santuario. Falls ihr Zweifel hegt, der Stärke unserer Nation. Gut, keine Verstärkung. Beste. Hier ist gesichert. Vorne ist halt dieser Admiral. Oder General. Nächsten Captain. Aber jetzt nicht mehr. Der Schlüssel. Damit sollte ich Juans Uran bekommen. Und ab nach unten. Ah, verdammt nochmal. Bevor mal die Musik sich ändert. Okay, schnell nach unten. Boah, richtige Actionmusik. Aua, ich wollte die wegboxen. Hier. Frisst meine Machete. Okay, weiter nach unten. Ja, auf die Scheiße.
Hier ist kein Uran. Aber eine Pistole. Der Autorad. Ah, das ist doch diese Goldpistole. Stimmt. Daran erinnere ich mich noch. Die nehmen wir natürlich mit. Warum nicht? Okay. Musik wieder aufgehört, weil ich alle getötet habe. Ah, ja, ganz ruhig. Alles super. Kein Stress. Kein Diktator. Ich habe ein Waffenlager. Das Uran ist da drin. Das ist doch perfekt. Das Uran. Juan, du hast mir verschwiegen, dass ich beschissenes Uran klaue. Das sollte eine Überraschung sein. Jetzt bring es zurück zu mir. Was, wenn dieser Scheiß mich umbringt? Es ist abgereichertes Uran, Danny. Heul nicht so rum. Hat er recht. Kann ich Schnellreise machen? Oh ja, tatsächlich. Uran. Ich hab ein bisschen Uran. Lass eine Atombombe bauen. Oje, Juan. Haha, das ist Improvisationstalent. Abgeräuchertes Uran. Die Sowjets ließen uns dieses geile Nebenprodukt der Anreicherung in den 80ern zurück. Die Yankees bauen daraus Panzerung und Munition. Verrückte Arschlöcher. Klingt gefährlich. Du wirst ein verdammter Superheld sein. Die habe ich früher immer mit Liter ins Waisenhaus geschmuggelt. Pflichtlektüre, während man im Schlamm auf einen Konvoi wartet. Ein Guerriero muss Inspiration aufsaugen wie ein Schwamm. Okay, aber was verdammt ist das? Das ist ein Supremo. Sieht wie ein Raketenwerfer aus. Sie. Das kann sie auch. Eine Sache noch. Darf ich vorstellen? Tostador. Die passen zusammen wie Feuer und Flamme. Ich mag deine Tüfteleien, Juan. Ja, ich auch. Hola. Hey. Nicht schlecht. Supremos sind wie eine heiße Affäre. Oder wie ein gutes Sandwich. Kann sein, dass du Hunger hast. Ja, aber vor allem geht es um mehrschichtige Sachen, Danny. Geh zur Werkbank und ich zeig es dir. Gut, das werden wir jetzt auch durchklicken. Wir uns diesen Supremo die weil wir kennen das ja auch schon. Jeder ein Hilfsmittel, Danny. Kein Risiko. Hier gibt es ausgezeichnet. Jetzt sprich mit Clara. Es wird Zeit, den Supremo mal Gassi zu führen. Ja, ich schon verstanden. Also hier ist Supremo. Ich habe das ja wie so übersprungen, weil das kennen wir ja doch schon von vorher. Oh, ich kann ja sogar so ein Design auswählen. Aber leider nicht genügend für das Rohr, das will ich haben. Darauf spare ich. Und Mods können wir auch noch nicht holen. Okay. Kann ich noch ein bisschen was an meine Waffen upgraden vielleicht? Ich könnte einen besseren Scheidi kaufen. Oh, lass das mal machen. Das kostet jetzt eigentlich auch nicht so viel. Immer einen besseren Scheidi. Kann ich auch jetzt für alle großen Waffen benutzen. Das ist gut. Kann ich jetzt auch für meine Sniper benutzen? Ach, ich habe jetzt den Tostador. Das ist ja eine dieser Supremo-Waffen. Ja, gut. Bin ich ja zufrieden erstmal. Doll. Du bist so rot wie eine Tomate, Alter. Hast du schon mal was gehört jetzt von Sonnenbrand? Es wird Zeit, den Supremo sinnvoll einzusetzen, Guerriero. Okay. Hilfsmittel. Öffne das Q-Waffenrad und wähle ein Hilfsmittel aus. Wirf das ausgewählte Hilfsmittel. Ja, wir wissen, wie wir das machen. Das kennt man auch aus Far Cry 5. Na, mit Fleisch, was erwartest du? Unsere Sache zu sterben. Digga, was will er denn von mir? Ah ja, da haben wir die Hamilton. Ist sie schon ausgerüstet? Nee, muss ich nur ausrüsten, ne? Da. Deine allgemeine Verteidigung wird stark erhöht, wenn du sprintest. Das ist geil. Und Koop-Modus ist verfügbar, aber ich bin ja eh alleine. Du bist da. Ich muss dir nicht erklären, dass Viviro das Blut ist, das Castillos Regime am Leben hält. Er hat Arbeitslager für die Herstellung in ganz Yara errichtet.
Auf diesen Plantagen pflanzen Ausgestoßene wie Sklaven Tabakpflanzen an, aus denen sie dann Viviro machen. Das sind unsere Leute, Danny. Misshandelt, gequält, in einer Dunstwolke giftiger Chemikalien. Es gibt ein Lager auf dieser Insel. Wir haben versucht, es zu zerstören, aber ohne Erfolg. Jetzt werden wir das zu Ende bringen. Julio wartet in einer Scheune in der Nähe auf dich. Lass mir raten, ich muss die ganze Scheiße machen. Wie immer. Das Sklavenlager. Sweat. Ja, das machen wir schon. Okay, aber das gleich. So, erstmal jetzt hier durch und zack. Ich werde erstmal die ganzen Weiden verbrennen. Oh, scheiße. Wapo, geh doch da nicht rein. Ich dachte, es brennt jetzt mehr. Das Regime bezwingen. Bezwinge das Regime, um stärker zu werden. Um dies zu schaffen, kannst du Einsätze abschießen, militärische Ziele einnehmen, militärische Vorräte und Ressourcen zerstören und stehlen. Ja, das ganze typische Farquhar-Gedönse. Basen einnehmen, Basen zerstören und Missionen machen. Ja, wie immer das gleiche Zeug. So. Soldados werden, drückst du einfach ab. Ach ja, eine klitzekleine Kleinigkeit solltest du vielleicht noch wissen. Aha. Die Supremos sind in einer Experimentierphase. Sie brauchen Zeit zum Atmen, nachdem du sie benutzt hast, damit sie nicht überladen und dich töten. Das hättest du mir auch vor dem Aufsetzen sagen können. Lass den Supremo sich einfach am Blut deiner Gegner laben. Was? Das wird schon, Danny. Das wird schon. Ja, das wird schon, da hat er recht. Dein Gut. Krokodil sieht krass aus. Dankeschön. Dann gehen wir mal weiter. Hey, na? Hey, na?